Willkommen zurück bei Deus Ex. As far as I'm concerned, this place could burn down. Mit der Dame habe ich schon gesprochen. I know the bathroom is unisex, but just wait a minute, will you? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe, aber ich glaube, hier war ich schon. Gut, dann schaue ich mich mal hier um. Oh. Ja, was macht dich so an? Pretty lady, huh? Das ist bestimmt der tolle tanzende Typ hier, der dich so stöhnen lässt. Je suis malais. Je suis epileptique. Warum bist du denn in der Disco, wenn du epileptische Anfälle hast? Hi, baby. What's your name? JC. Mysterious. Want to know my initials? How about you tell me something about the people who come here? Anything you like, cutie. 20 credits. Okay. Okay. So, who do you want to find? What can you tell me about Nicolette Duclair? You are in love, you poor man. She has already given her heart to one of the revolutionaries. I'm not in love. Could you tell me if she's here? Ooh, have a look. He has a tough guy look, but you cannot compare to a real revolutionary. They have their own private society upstairs. You will be happier down here. Another 20 credits? Na gut. Sure. I can tell you about Antoine, the thief. Go ahead. Should I be keeping an eye on my credit chits? He pretends to be a big-time smuggler, but really, he just steals things from the augmentation clinic where his mother works. Everyone's got to start somewhere, I guess. You will find him lurking in a dark corner. I bet he will try to sell you something. Am I telling you what you want to know? Can I have another 20 credits? Vielleicht besser. Sorry. I love this place! Antoine, hä? Huh? Antoine? Nee, Arthur, war das? Busy night, huh? Katharina? Please, keep your weapons concealed. Ach so, dass ich Waffen habe, ist okay, solange ich sie verstecke. Ich suche Antoine, der wohl Implantate verkauft. Wenn ich das richtig verstehe. Bist du Antoine? What will it be? A snack for 10 credit? Wine for 120? Nein, du bist weiblich und ich... Never mind. Ich sollte aufhören, den Namen hier ständig rumzuerzählen. Ich weiß jetzt immerhin, wo ich hin will. Obey the rules and enjoy yourself. Nämlich nach oben zur Extragesellschaft. Hello, tough guy. You talking to me? You use bioelectric devices, yes? Manufacture steroids in your muscles? Nothing as crude as that. But yes, you would be interested in a bioelectric cell for 250 credits. Warte mal. No thanks. Wie viel habe ich denn davon noch? 14? Nee, die brauche ich gerade echt nicht. Du bist nicht zufällig Antoine, oder? Da, du bist Antoine, okay. Schade. Ich dachte, Antoine hätte vielleicht tatsächlich Upgrades für mich. Entweder ein Implantat oder zumindest ein Upgrade-Kanister. No. The police are making a clean sweep through the catacombs. He can't hide. I have some good news for both of you. Chad's alive. You seen him? Where? Is he okay? An American accent. What business do you have with Silhouette? My business is with the terrorists who control the French government. They're planning the same in my own country. What would Lamour Duterte want with America? The French army had nothing to do with the coup. It was an international paramilitary group called Majestic 12. Hey, what about Chad? How is he? His hideout is secure. I'm looking for a friend of his named Nicolette Duclair. She can lead me to a powerful enemy of the conspirators. Nicolette? Oh, yeah, she's here. She does not want to be found. You know her? She realizes how foolish it is to antagonize the government and has gone into hiding. Was? Nicolette is in enough trouble as it... My friend is right. Nicolette told us not to trust anyone. I'm sorry. Dafür, dass ihr niemandem vertrauen dürft, habt ihr mir aber schon viel erzählt, ne? Ach komm, dann frage ich sie halt doch What mal. What will it be? A snack for 10 credits? Know the name Nicolette Duclair? What do you want with Miss Duclair? A private matter. This club has good security. You try something, you won't be arrested. You will be dead. I'm a friend of hers. She would have told me to expect you. What do you think of Silhouette? They have the right idea, but they are weak. Do they have much popular support? The people are ready to fight. Foreign troops go down the street every day, not even afraid of being seen. The
group that has occupied the Chancellery is called Majestic 12. They control the United Nations and plot against other governments as well. What we need is an army. Silhouette should be organizing resistance, not spreading around slogans everybody already agrees with. Never mind. Ja, da hat sie recht. Wenn man einfach nur immer erzählt und sagt, dann verändert man nichts. Andererseits muss man natürlich auch reden, um die Leute auf seine Seite zu ziehen oder zu bringen. Ich will nach oben. Letztes Mal... Ach so, ja, genau, hier. Cloud? Da war ich schon. Oh, sorry, my mistake. I'm looking for Nicolette Duclair. So? Do you know her? I know her name. I know that her mother called her Angel. You know her mother? It's a friend of her mother's I need to find. Angel. That would make her a fallen angel now, wouldn't it? You must be after Everett. Yeah, Morgan Everett. How did you guess? What makes you think Nicolette would betray one of her mother's closest friends? I helped her friends from Silhouette. Chad will vouch for me. I'm after the people who murdered her mother. You are an assassin or something? When necessary. Go out behind the club. I will talk to Nicolette and perhaps she will meet you there. Du bist doch bestimmt selber Nicolette, oder? She will insist that you meet her alone. If you are lying, she will not hesitate to kill you. Out back. 5 minutes. Okay. 5 Minuten hinter dem Haus. Ja, da war ich auch schon. Da habe ich letztes Mal so ziemlich alles gemacht hier drin. Außer diese Dame angesprochen und mit denen da unten gequatscht. So, wie komme ich jetzt hinter das Haus? Das müsste doch da drüben sein, nicht wahr? Ja, hier müsste das sein. Hier kam ich rein, hier komme ich bestimmt auch wieder raus. Sag ich doch. Da komme ich raus. So, und hier sollte sie jetzt eigentlich sein, ne? Ist doch hinterm Haus. Bist du Nicolette? Enough talk. Nicolette? Gut, zugegeben, die 5 Minuten sind noch nicht um, aber... Hey. Ist sie vielleicht hier? Nein, das ist der Haupteingang. Ich laufe einfach mal außen rum. Da werde ich sie bestimmt irgendwann finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das gerade eben Nicolette war. Weil wer sonst könnte so eindeutig wissen, was sie will und Clear the street. Wie sie das handhabt, wenn jemand sie treffen möchte. Ach, da ist sie doch. Hey, Jock! Ist das Jock? Ich weiß nicht, ich speichere mal lieber. She decided not to show. I am Nicolette. Sag ich I doch. Will help you simply to make trouble for Majestic 12. It's true. They killed my mother. You know why? She was an Illuminatus. The only people MJ-12 has ever feared are the Illuminati. Stan doubts that they have fallen for power. How do you know Dowd? I met him in New York. A trusted friend of my mother's. Yes, the Illuminati are wiped out, but Paige still fears Morgan Everett. Where do we find him? One of my mother's many secrets. We'll have to look for clues at my family's chateau. Okay, sag ich doch. Also erstens sage ich doch, sie ist Nicolette Duclair. Und zweitens sind es die Illuminaten plötzlich die Guten. How does Everett threaten Bob Page? Page was an Illuminatus. For him, intellect is the foundation of power, and that would make Everett his most dangerous rival. But Everett's the one in hiding. Both the Illuminati and MJ-12 believe that the most intelligent or enlightened human being will inevitably gain power, ultimately seizing the eye in the pyramid and creating the world for everyone else. Kind of secularized version of natural law. Page has a trained army to protect him. He is still vulnerable. Much of his power comes from secret laboratories, meaning the right person could reverse engineer his whole power base.
Let's hope you're right. And that Everett is everything you say he is. Na gut, dann los geht's. Let's go. You trust the guy in the helicopter? That's Jock. Don't worry, he hasn't let me down yet. Come on. Er hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Na, vielen Dank auch. wo wollte ich hin? Genau, da wollte ich hin. 790. Nö, hebe ich mal noch auf. Los geht's. Let's hit it. Wer ist das denn? Gunther Herrmann. Kommt der denn plötzlich her? Hat er mich wieder mal gerade so nicht gekriegt, ne? Hehe. I had not wanted to see this place again. Why not? I was afraid it would be like this. The same. Not a stone out of place. You would rather that Majestic 12 had burned it down? I would rather... No, let's go. Only in novels do places crumble to dust for no reason when their spirit is lost. Your mother? Lead the way. I no longer have a key. We must find my mother's secret computer room where she did all her work. A place she kept hidden, even from me. Sie hat dir wohl nicht so sehr vertraut, hä? Huh? So, bevor wir reingehen, erstmal draußen ein bisschen umschauen. Gut, über die vergitterten Fenster kommt man üblicherweise nicht rein. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell für sie. Crazy. I lost my virginity out here. I believe Mom was out conspiring to get me into La Sorbonne at the time. Okay. Wollte ich das wissen? Ich glaube nicht. Secret Computer Room. Den geheimen Computerraum ihrer Mutter. Da ist auch nichts. Hier draußen ist erstaunlich wenig, muss ich sagen. Ich habe gerade nochmal überlegt, ob ich denn alles im letzten Level in Paris erforscht habe. Aber ich glaube ja. Ich glaube, ich habe da nichts übersehen. Ich glaube, ich war überall. Von daher ist es schon okay, dass ich da jetzt direkt hier rüber gegangen bin. Ist es eigentlich noch Paris? Ich weiß nicht. Ich mache mal ein richtiges Safe Game. Ja, es ist Paris. Château de Clare. Château Schloss. Das Schloss von den Duclairs sozusagen. Ich habe auch das hier, ne? Oh, das ist gut. Aber gut, wir kamen hier an. Ich nehme an, das Haupttor ist versperrt. Jawohl, ist es. Und dementsprechend, weil die ganzen Fenster vergittert sind, bleibt mir da wohl nur... Naja... zwei Möglichkeiten. Und ich will mal nicht so sein und ich lasse die Tür mal ganz. Ich knack einfach nur das Schloss. So, bitteschön. Die Dame. I'm pulling up the floor plan. An old summer home built during the Third Republic. It's been vacant since Miss Duclair's assassination. Hopefully these elegant rooms contain some clues about the Duclair family's involvement with the Illuminati. Okay, bevor ich da jetzt irgendwie weitergehe, schaue ich mich erstmal in dem einen Raum komplett um. Sonst komme ich wie letztes Mal in der Bar einfach nur komplett durcheinander. So, hier ist nichts, ne? Nein. Ah, das ist eine Scheibe. Mom and Everett used to sit out here sipping martinis and plotting to take over the world. That's how we all got in this mess. So. Sie wollten die Welt übernehmen. My mom had that couch flown in from Portugal. Exactly the same as what she could have bought at La Samaritaine, except that it was once graced by the bottoms of a royal family. Was gibt's hier hinten? Nichts. Aber gut. Ich habe immer noch keine Tür geöffnet. Das heißt, wow. A secret room in the upper part of the house would have been very difficult to conceal. Look for clues in Beth's room. I bet she had a quick way to get to the cellar. Woher soll ich wissen, was Beth's room ist? Oder meinst du den Bathroom? Das Bad?
Na gut, ich könnte mir auch mal den Plan anschauen, den er mir geschickt hat. Das mache ich auch tatsächlich gleich. Zunächst schaue ich mich hier oben noch ein bisschen um. Ich brauche keinen Schokoriegel, ich brauche keine Wurfmesser. My little prison for 18 years. Ach, das ist dein Zimmer. Was hast du denn so gelesen? William Shakespeare, okay. Ja, gibt's schon was. I wanted to be in the city, but I guess Mom thought it was easier to keep her activities secret in the country. Genau, sowas habe ich gesucht. Ein Dietrich. Gerne noch mehr davon. So, was? Ich dachte, du hast mir einen Plan rübergeschickt, Jock. Dachte ich. Oder Tracer Town? Was denn? Los geht's. Er hat den Grundriss. Aber er hat mir nicht rüber geschickt. Schade. Da ist es verdächtig. Okay. Bringt aber leider nichts. Ein Medikit. Oh, bin voll. Hab genug davon. Man hat nie genug Medikits. Finde ich schön. Ich suche diesen Schlüssel. Genau den habe ich gesucht. Und warum lüftst du dich eigentlich ein, du blöde KI? Nee, Moment, Blödsinn. I think my mother kept a room key behind a little vase up here. Yep, habe ich schon gefunden. My mom's room. Noch ein Schlüssel. My favorite painting. I can't believe the assassins didn't take it. Oh, the hours she would spend just sitting at that table and staring up at her priceless treasure. Die hat da wohl, was? Was gesucht, hä? Da draußen. Oder hatte irgendwie Angst vor irgendwas. Ich bin mal kurz unten. Das ist wahrscheinlich das geheime Zimmer, hä? Naja, ich will jetzt mal nichts vorwegnehmen, sondern hier alles gemütlich der Reihe nach erforschen. Und falls ich das Zimmer dann, falls ich kein Zimmer mit Aufzug finde, dann weiß ich ja, wie ich da hinkomme. So, das war das obere Stockwerk. Hier unten hinter der Treppe war nichts mehr, da war ich drin. So, was gibt's denn hier noch? Achso, da ist ja schon offen. Ach so, das ist einfach nur ein Hintereingang. That's not funny. Was denn? Das ist nur der Hintereingang. Wow, hier draußen ist ja auch nochmal Zeug. Ich dachte eigentlich, ich wäre voll komplett außen rum gelaufen. Habe ich das übersehen oder bin ich nicht komplett außen rum? Keine Ahnung. Ist ja egal. Komm rein. Da draußen schaue ich mich am Schluss um. So, das ist dann wohl der Trophäensaal oder so. I don't know if this will help, but I used to use that computer whenever I was at home. The last time was just before my mother was killed. The login is Nicolette. The password is Chad. Nicolette. Chad. Aha. Chad schreibt, deine Hilfe war wichtig. Bla 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 bla. Finanzielle Hilfe wäre jede Waffe für uns wichtig. Okay. Und Beth Duclair ist ihre Mutter. Ich würde sehen, was ich tun kann. Das Problem weitet sich auf die ganze Welt aus. Grauer Tod als Vorwand, andere Regierungen zu bevormunden. Ja, das haben wir alles schon gehört. Nicolette soll auf sich aufpassen. Dafür bin ich ja jetzt da. Und räume nebenbei natürlich dann das Haus so ein bisschen aus. Kam ich da nicht gerade rein? Warum ist die Tür zu? Boah, diese Räume! So hoch, so groß. Hey, was ist das? Ich kann sogar komplett hoch. Wow.
Das Multitool brauche ich nicht, aber den Schlüssel da habe ich gesehen. Und das ist eine PS20, die brauche ich nicht. Ich vermute ja sogar ein bisschen, dass da ein Geheimgang im Kamin sich versteckt. Aber nein, das ist nicht der Fall. Zumindest habe ich das gerade nicht erkannt. Was ich allerdings gerade erkenne, ist, dass diese Folge schon wieder 20 Minuten lang geht. Und damit etwa so lange, wie ich die Folgen machen möchte. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hinter dieser Tür um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.